Ich bin heute beim Schwimmverein in Heilbronn. Im Soleo mache ich heute ein Wasserballtraining mit. Bin mal gespannt, wie das läuft. So, jetzt geht's los. Okay, also man merkt das, glaube ich, schon an meinem Atmen. Wasserball ist ganz schön anstrengend, habe ich bemerkt. Ich trainiere jetzt so eine halbe Stunde hier mit. Man hat nie eine Pause. Man muss immer im Wasser strampeln, oben halten. Also für mich super anstrengend. Wenn man das eine Weile macht, wird man auf jeden Fall fit. Spaß macht mir auf jeden Fall die Vielseitigkeit. Es verbindet mehrere Sportarten, ein bisschen Handball, ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Rugby. Die Vielseitigkeit, die finde ich interessant. Und was ist vielleicht das Anstrengende, was man viel trainieren muss beim Wasserball? Also das Wichtigste ist auf jeden Fall Schwimmen. Das ist A und O, Grundvoraussetzung. Wenn man nicht schwimmen kann, kann man auch nicht Wasserball spielen. Und sehr anstrengend ist eben, dass man immer in Bewegung ist. Selbst wenn man gerade nichts macht, muss man sich bewegen, um über Wasser zu bleiben. Wie oft trainierst du dafür? Also Wasserball haben wir zweimal in der Woche Training, aber ich selber schwimme noch. Das geschah dann so dreimal, bin ich in der Woche schon im Wasser. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme. Lesen, wissen, mitreden.